In den letzten 6 Monaten, das war ein bisschen ereignisreicher, da haben wir uns niedergelassen, eine Neugründung an der Nordsee. Und da sind wir jetzt seit April im Geschäft und ganz zufrieden bisher. Wie alt bist du? 86 geboren, also 35. 35, muss ja, man mal rechnen. Das geht nicht mehr so, dass man sagt. Ja. Was würdest du sagen, was dich besonders geprägt hat im Rahmen der Niederlassung und was hat dir besonders viel Selbstbewusstsein gegeben und wo hast du gesagt, okay, vor diesen Schritten hatte ich schon Angst? Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen dahin, dass die zahnmedizinischen Praxen tendenziell größer werden und man möglicherweise auch in Zukunft mit Angestellten, auch Zahnärztinnen, arbeiten wird. Weil wir im Studium gesehen haben, dass es einfach viel mehr Studentinnen gibt. Die Work-Life-Balance ist mir wichtig und wird in den nachfolgenden Generationen noch wichtiger werden. Und diese kleinen Praxen, die zur Abgabe stehen, waren für uns jetzt nicht so richtig spannend. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mehr und mehr spezialisiert, weil die Patienten an Wissen zunehmen und die gehen dann auch zu dem, der ihnen das bieten kann, was sie brauchen. Okay. Wie viele Behandler seid ihr in der Praxis? Aktuell meine Frau und ich, okay. Aber wir haben 7 Behandlungszimmer, wenn wir das final ausbauen und dann gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Aktuell 6. Okay, das heißt, also ihr habt da schon, ich sag mal so, Wachstumspläne für die Zukunft, deswegen habt ihr auch von vornherein sehr viel Mitzimmer genommen. Genau, also wir wollen nicht, dass es irgendwann zu klein wird und wir uns in 5 oder 10 Jahren ärgern, dass wir uns nicht gut vergrößern können. Und deswegen haben wir jetzt 4 schlafende Behandlungszimmer, die wir nach und nach aktivieren können. Okay, das heißt, da ist aktuell nichts drin oder ist ein bisschen Abstellraum oder wie werden die benutzt? Also da sind die ganzen Anschlüsse drin, diese Bodenanschlüsse, LAN-Anschlüsse, alles vorbereitet. Auch die ganzen Rohre sind im Estrich und so weiter und so fort. Und wir versuchen, die möglichst clean zu halten, dass sich da jetzt nicht die Abstellkammer etabliert. In dem Einzimmer wohnt zeitweise unsere Tochter, wenn wir sie aus der Kita abholen. Da hat die so ein kleines Sofa, Kinderwagen steht da, ein bisschen Spielzeug. Und in der Praxisfinanzierung hat das eine Rolle gespielt, dass du da die Wachstumsstory schon gleich mitgezeichnet hast oder hast du sie gleich mitgezeichnet? Denn ansonsten würde man ja die Frage stellen, warum so viel Zimmer mit diesem Start-Setup? Ja, also im Businessplan war das drin, dass wir alle 2 Jahre ungefähr ein weiteres Zimmer ausbauen und ganz langfristig zielen wir auch darauf ab, dass wir in 2 bis 3 Zimmern Prophylaxe laufen haben und das war natürlich auch von der Bank gerne gesehen. Was hast du denn an Behandlungseinheiten bisher in deinem Leben kennengelernt, also in deinen verschiedenen Praxen? Also diverse, also auch zum Beispiel italienische, deutsche und. Aber es waren halt immer diese Rechtseinheiten, also immer wieder dasselbe Prinzip, dass man quasi nur von rechts die Instrumenten nimmt und auch kein Peitschensystem. Das heißt, wenn ein Instrument mal aus der Hand gefallen ist, dann war das Winkelstück futsch teilweise. Und es war immer nicht so schön. Das fand ich ja genauso cool hier an den Einheiten. Da konnte ich mich halt damit ausprobieren. Da ist die Gefahr vor Verletzungen oder auch die Gefahr, dass Instrumente stark geschädigt werden, einfach geringer. Ja, in der Uni jetzt, du bist im 3. Semester, ihr behandelt ja, ihr macht ja auch schon gewisse Sachen an den Stühlen, was für Stühle von der Marke, sondern sind das links mittelgeführte oder Rechtseinheiten? Oh. Was ist das genau, womit ihr da arbeitet? Alles diese Standard-Rechtseinheiten, von denen ich jetzt gesprochen habe, ist halt total blöd, weil wir haben verschiedene Studenten, auch Studenten, die Linkshänder sind und die haben ein großes Problem daran zu arbeiten. Oder wir haben zum Beispiel auch jetzt nicht so wie hier so eine App oder so, die uns quasi durch die Behandlungsschritte führt, sondern wir haben dann mal irgendwelche Zettel, da müssen wir nochmal gucken, wie das genau ist und dann alles ablegen und nochmal hin und zurück. Ja. Ist erstens unhygienisch. Ja, Grauen für die Hygiene. Ja, das ist eine Katastrophe. Vor allem für mich, die QM hat auch vertreten hat, war ganz, ganz blöd. Ja. Und einfach auch schwierig, weil man immer wieder so einen Stopp hat und diesen Fluss nicht irgendwie mal richtig reinkriegt. Ja. Wie habt ihr das in den Praxen gemacht? Du hast gesagt, du warst in einer Praxis, wo 8 Behandler waren. Da war das doch sicherlich auch so, dass da von den 8 Behandlern statistisch einer Linkshänder war. Hattet ihr dann eine Linkshändereinheit? Leider nicht. Der musste sich dann irgendwie anpassen. Ja. Ist auch schwierig gewesen, aber der hat jetzt auch keine andere Wahl gehabt, weil man nimmt halt leider Gottes nicht immer Rücksicht auf die Minderheiten oder... Ne, und dementsprechend war das halt blöd für die Person, aber war dann halt so. Ne? Ja, das stimmt. Wie siehst du das denn für die Zukunft? Das heißt, hast du in der Zukunft die Pläne, dass du als angestellte Zahnärztin irgendwo anfängst zu schaffen oder hast du tatsächlich auch perspektivisch die Absicht, dich irgendwann mal niederzulassen? Ja, das ist schon meine Absicht, dass ich mich irgendwann niederlasse oder würde ich mir auch wünschen, quasi beide, also Links- und Rechtshänder, einen guten Arbeitsplatz bieten zu können, um einfach auch meine Mitarbeiter schonen zu können, sei es Handgelenk, Rücken, Wirbelsäule insgesamt, dass es denen auch gut geht. Ja.
Was würdest du als wesentliche Unterschiede denn betrachten? Denn man muss ja sagen, heute ist die Weltpremiere hier auf der EDS für die Flow. Das heißt, die Flow kannst du nicht haben. Du hast Richtig. Die Flex. Ja. Das heißt, du hast deine Praxis mit der Flex ausgestattet. Also wir vergleichen hier die Flex mit den entsprechenden Konkurrenz- oder Mitbewerbereinheiten und nicht die Flow-Einheit. Aber was waren da die konkreten Punkte, die dich da überzeugt haben im Detail? Richtig gut fand ich, dass der Behandler oder das Team im Mittelpunkt steht, also dass Ergonomie unheimlich wichtig ist. Und man hat viel mehr Platz unter dem Patienten für seine Beine. Es gibt Mitbewerber, da stößt man immer wieder gegen irgendwelche Kästen und hat nicht so viel Fußfreiheit. Okay. Das schränkt einen ein. Und darüber hinaus finde ich es gut, dass bei XO viel über Ergonomie nachgedacht wird, weil das in der Ausbildung eigentlich zu kurz kommt. Aber ich muss irgendwie so 25 oder 30 Jahre lang jeden Tag an der Einheit schaffen. Und dann freue ich mich ja, wenn das möglichst körperschonend ist, weil die ganzen Kollegen, die über 50 sind, die haben alle irgendwelche Probleme in der HWS oder so. Und das würden wir gerne vorbeugen. Und dann haben wir uns so ein bisschen die Einheiten angeguckt. Die sind echt richtig gut gebaut. Also tolle, hochwertige Materialien. Und auch wenn man diese Seite mal aufklappt, dann folgt so ein bisschen die Form der Funktion. Also man kann die ganzen Teile erkennen und benennen. Man kann sogar teilweise ein bisschen was selbst reparieren. Und das hat mich ganz gut überzeugt. Und dann so ein kleiner Side-Effekt. Ich finde es ziemlich cool, dass die Einheiten über Nacht trocken sind. Also die spülen sich durch. Am Ende saugen sie sich trocken und stehen dann trocken. Und wo kein Wasser ist, ist kein Biofilm. Und wo kein Biofilm ist, kein Ärger. Da hatten wir in einer anderen Praxis ab und an schon mal Probleme bei diesen andauernden Wasserproben. Und so waren viele Sachen ziemlich gut. Was ist deine Erfahrung mit diesem, wenn man so will, Vorurteil? Ja, das Vorurteil kann ich entkräftigen. Wir stellen das Peitschensystem rüber auf die andere Seite. Das heißt, der Patient kann ungehindert in den Stuhl einsteigen. Ja. Auch besser als bei so einem Stuhl mit so einem Kart oder so einem Rechtsgeraffel. Und erst wenn wir loslegen und den Patienten in die entsprechende Ober- oder Unterkieferposition fahren, holen wir uns das Ganze rüber. Ja. Das heißt, wir haben das voll aufgebaut, der Patient kann das nicht sehen, kann sich nicht verletzen und wir können gut und zügig arbeiten. Du als DH hast ja auch sozusagen viele Jahre deines Lebens damit verbracht, Prophylaxebehandlung zu machen. Wie siehst du da den Unterschied als absoluter Profi, der das jeden Tag, was ich 10-mal gemacht hat, wie siehst du da den Unterschied? Was sind so die Beschwerden, die du bisher von Patienten so gehört hast oder Patientinnen gehört hast? Was glaubst du oder was ist so deine Einschätzung, wo du jetzt, du bist ja hier Role Model und liegst da auch auf dem Stuhl. Was ist so deine Einschätzung aus deiner Sicht als DH? Ja, also erstmal ist es wichtig, dass die Patienten, vor allem wenn wir Angstpatienten haben, und die gibt es in der Prophylaxe auch an Unmengen, die sehen ja die ganzen Instrumente erstmal nicht. Wir können das alles zur Seite schieben und wenn ich zum Beispiel die Zähne einmal anfärbe, kann ich die Patienten ja wirklich erstmal aufklären, ohne dass sie die ganzen Instrumente sehen und Angst bekommen und erst ein Beratungsgespräch führen. Was machen wir, wie soll die Behandlung, die Prophylaxe-Sitzung ablaufen? Ja. Und dann, wenn wir die Behandlung auch anfangen und der Patient liegt quasi bequem, wenn man da liegt, ich liege ja öfters mal heute, dann sieht man die Instrumente auch nicht direkt und man überreicht oder man arbeitet ja mit den Instrumenten über der Brust des Patienten. Okay. Und deswegen sind die Patienten auch wirklich sehr entspannt im Vergleich, wenn man an anderen Einheiten arbeitet. Außerdem sind die sehr bequem, wie der Kollege schon gesagt hat. Und auch für mich ist es einfach einfacher zu arbeiten, weil ich kann die Sauger flexibel verstellen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Taschentiefen messe bei Parodontalbehandlungen, kann ich das ja direkt am Monitor vor Ort eingeben. Ich muss mich nicht immer umdrehen oder ich brauche jetzt keine andere Kollegin, die dann nochmal die Taschentiefen irgendwie notiert oder vermerkt, da kann ich wirklich flexibler, zeiteffizienter und einfach auch patientenzufriedener halt behandeln. Okay. Was ist denn da dein Eindruck? Wir haben jetzt sehr viel über die bestehenden Einheiten gesprochen. Was hat dich da, wenn du jetzt zwei Sachen sagen müsstest, die dich da besonders imponiert haben, welche beiden Sachen wären das? Also zum einen, dass man die ganzen Workflows hat. Also da kann man ja Mitarbeiter viel besser einarbeiten. Oder halt auch mit weniger Personal arbeiten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem momentan auf dem Markt. Und zweitens einfach auch, dass man dieses Display hat, quasi einen Computer direkt vor Ort. Bei Kinderbehandlung kann man Cartoon über Netflix laufen lassen. Somit sind Kinder entspannt, Behandler entspannt. Also man ist sehr flexibel und kann ganz viel draus machen. Okay. Auch für dich die abschließende Frage. Jetzt, wo du die Flow-Einheit kennst und ja, seit einem halben Jahr mit der Flex-Einheit arbeitest, was sind für dich die zwei Punkte, die dich da wirklich nochmal flashen? Ja, also bei der Flow finde ich super spannend, dass sie so zukunftsfähig ist. Also dass man auch langfristig zum Beispiel bei einer Prophylaxe sieht, wie lange wurde poliert, wie lange wurde der Zahnstein entfernt, dann kann ich meine Steigerungsfaktoren direkt begründen. Oder wenn man irgendwie eine Füllung macht, hat man direkt ein QM hinterlegt für angestellte Zahnärzte. Das finde ich ganz wichtig. Ja, okay. Ja, herzlichen Dank, Alisa, Gunnar, dass ihr Zeit gehabt.